Ja, moin Leute, ich wollte heute mal ein Brot backen. Ich hatte ja die Tage schon mal was bei Facebook reingesetzt, so ein kleines Nussbrot, so ein skandinavisches. Ja, dafür wollte ich heute eigentlich mal das Rezept nachreichen. Das Nussbrot, ja, weiß gar nicht, ob man davon von Brot backen sprechen kann. Ist eigentlich ein simples Ding. Ja, Zutaten etc. kommen wir dann jetzt gleich zu. Ja, und jetzt kommen wir zu den Zutaten für das skandinavische Nussbrot. Ich optimiere das Ganze jetzt heute hier für den kleinen FT1-Topf. Das heißt, da passen so gut 500-600 Gramm fertiges Brot rein. Dementsprechend habe ich jetzt die Zutaten pro Saat oder Nüsse auf 50 Gramm reduziert. Das heißt, wir haben jetzt, fangen wir mal hier oben in der Ecke an, 50 Gramm Sesam, 50 Gramm Sonnenblumenkerne, 50 Gramm Mandeln. Bei den Mandeln, die habe ich mit der Maschine gemahlen, weil dann gibt das Brot nachher eine bessere Haftung, eine Bindung. Wenn wir die Nüsse zu groß lassen, ja, kann das sein, dass uns die Scheiben nachher ein bisschen auseinanderbröseln. So sind sie schön fest. Dann haben wir hier 50 Gramm Mohn, 50 Gramm Leinsamen. Hier habe ich auch geschroteten genommen, also feingeschroteten, nicht zu feingeschroteten, grob angeschroteten. Einfach auch, damit er ein bisschen bessere Bindung gibt nachher. Ihr könnt auch ganzen Leinsamen nehmen. 50 Gramm Sonnenblumenkerne. Jetzt weiß ich gar nicht, hatten wir die Haselnüsse? Ich glaube, die hatten wir noch nicht. 50 Gramm Haselnüsse. Ihr könnt, wie gesagt, auch Walnüsse nehmen. Ihr könnt Kinero-Samen nehmen und wie sie alle heißen. Das ist eurem Gusto entsprechend, wie ihr es halt gerne mögt. Ich habe bei den Haselnüssen auch, die habe ich nicht ganz fein gemahlen, weil so ein bisschen Struktur von den Nüssen finde ich auch ganz gut, auch vom Geschmack her. Die habe ich mit der Küchenmaschine so gehobelt. Also habe ich quasi den Gurkenschneider oder Kartoffelschneider halt für die Nüsse genutzt. Und dann kriege ich so Scheibchen raus. Finde ich von der Struktur ganz nett. Dann brauchen wir 45 bis 50 Milliliter Öl. Ich habe jetzt hier ein Rapsöl genommen, neutral. Dann sagt man eigentlich so, pro 100 Gramm Nüsse bzw. Samen sollte man ein Ei hinzufügen. Ich habe jetzt hier ja, 350 Gramm Zutaten. Ich gebe jetzt drei Eier, ein halbes ist immer schwierig. Ich hoffe, damit komme ich klar. Was man noch machen kann, ist, um das Ganze halt nachher noch ein bisschen quellen zu lassen, ist, dass man nochmal so 50 Milliliter Wasser hinzugibt. Aber dann würde ich das auch mindestens ein, zwei Stunden im Quellen lassen, weil sonst ist das nachher auch so, dass das Brot zu bröselig wird. Weil wenn das Öl dann noch dazu kommt, dann haben wir es nachher doch stark bröselig. Ja, das Ganze wird dann noch mit einem Teelöffel Salz abgeschmeckt. Meersalz in meinem Falle und das war's dann halt. Also wie gesagt, ich habe jetzt hier von allem 50 Gramm genommen. Und ja, ich werde das jetzt mal gleich zusammenmischen und dann geht es nachher in den Topf. So wie schon angekündigt, Zubereitung ganz einfach. Die ganzen Saaten oder Sämereien und die Nüsse kommen jetzt einfach in meine Mixschüssel rein. Teelöffel, das Teelöffel Salz. Ich habe gesagt, jetzt hier Fleur de Sel, das ist ein bisschen milder, finde ich immer. Ihr könnt natürlich auch normales Meersalz nehmen oder Steinsalz, was euch gefällt. Dann das Öl. So, und bei den Eiern handhabe ich das so, dass ich die jetzt gleich aufschlage und mit der Gabel schon mal vorverquirle, weil desto schöner verteilt sich das dann nachher auch im Brot und hält auch besser das Brot zusammen. Ja, das mache ich dann mal jetzt eben so. Das verquirlte Ei wandert nun zu der ganzen Mischung.
Tja, und jetzt wird es gut verrührt. Ja, so sieht das dann Ganze aus. Ja, Körnerbrei. Und der kommt dann jetzt gleich in den FT1. Wenn ich Brot backe im Topf, kann alles ohne Backpapier machen. Aber ich habe schon mal Brot gehabt, was eigentlich süß werden sollte und dann noch ein bisschen ja, würzigen Geschmack hatte. Ich weiß nicht, ob der Topf nicht ordentlich gereinigt wurde vorher. Eigentlich schon. Ja, ich denke mal einfach, da ist immer so ein bisschen Restgeschmack noch, was ja auch die Töpfe ausmacht vom Gericht vorher. Deswegen in diesem Falle kommt Backpapier rein. Das wird halt einfach unten schön in den Rand reingedrückt. Und dann schneide ich das nachher einfach mit der Schere oben ab. Ja, und in den so vorbereiteten Topf kommt dann jetzt quasi die Mischung. Ich rühre die noch mal ein bisschen durch. Wie gesagt, ihr könnt auch da jetzt noch Früchte, Rosinen, Cranberries, getrocknete reingeben. Ihr könnt, was auch sehr gut ist, noch ein bisschen geraspelte Möhren oder geraspeltes Zucchini mit reingeben. Je nach Gusto. Also ich habe mich heute für die ganz normale Standardvariante entschieden, um das einfach mal zu zeigen. Drücke ich das so ein bisschen rein in den Topf. Also dieses Brot wird nicht großartig aufgehen. Also ihr braucht ja jetzt nicht so viel Rücksicht dann nehmen, so wie beim normalen Brot, dass es noch aufgeht, wie knapp das unter dem Deckel ist. Also wie gesagt, das wird jetzt so ein Brot von einem Pfund werden. Wenn ihr es größer haben wollt, verdoppelt ihr einfach die ganze Geschichte, dann dürfte das für einen FT3 passend sein. Ja, und wenn ihr es noch größer braucht, dann halt dementsprechend noch mehr. So. So. So, oben drüber mag ich ganz gerne noch ein paar Sonnenblumen und Kürbiskerne. Die drücke ich auch noch mal ein bisschen an. Ja, das Brot hält sich gut 3 Tage und sättigt auch ungemein. Also vertut euch da nicht. Deswegen würde ich auch erstmal vielleicht, ja, doppelte Menge geht schon, wenn man so ein Kilo Leib hat. Aber ich würde da nicht gleich so ein Riesending vom backen. Ja, und jetzt einmal Topf rundherum, weil ich den gleich mit Briketts backen möchte, kochen möchte. Werde ich das sehr knapp abschneiden, damit mir nicht nachher wieder die Hälfte der Asche im Topf liegt. So. FT1 ist ready to rumble. Ich werde dann jetzt mal rausgehen. Anzündkamin anschmeißen. Also, letztes Mal hatte ich ja im FT1 so Greek-Style-Dopf gemacht. Also so ein Mini-Schichtfleisch Hackbraten, wie auch immer. Und da bin ich mit
ich glaube, 6 Kabiks rangegangen. Und das war schon viel. Ich werde jetzt hier wirklich 4 Kabiks für zünden. Die werde ich wieder ein bisschen klein bröseln, dass ich 2 oben verteile und 2 unterm Topf verteile und hoffe, dass ich damit hinkomme. Müssen wir mal schauen. Okay, wir sehen uns nachher draußen. Vielleicht gibt es gleich noch einen extra Tipp. Ja, werde ich gleich noch einen vorbereiten. Aber in der Zwischenzeit werde ich schon mal den Kamin anschmeißen. Ja, ein bisschen windelig, ein bisschen regnerisch ist es heute natürlich auch wieder. Aber schauen wir mal, dass wir es irgendwie hinbekommen. Ja, und so sieht mein extra Tipp zu der ganzen Brotbackgeschichte hier aus, zu dieser Nussbrotgeschichte. Ihr könnt euch, wenn ihr eh gerade dabei seid, euch zum Brot vorzubereiten und die Nüsse mahlt oder schreddert oder wie auch immer, gleich so ein, zwei Tütchen oder drei Tütchen schon mal mit abpacken. Ich habe meins jetzt hier auf Vakuum gezogen. Ihr könnt es natürlich auch in den Gefrierbeutel einfach lose abfüllen. Und dann habt ihr eigentlich im Prinzip eure Brotbackmischung für unterwegs oder fürs nächste Mal schon fertig. Ich habe meine, wie gesagt, auf Vakuum gezogen. Das kann ich jetzt so im Bulli schmeißen. Da passiert nichts mit, es bleibt trocken. Und ich kann, soweit ich irgendwie ein paar Eierchen und ein bisschen Öl zur Hand habe, gegebenenfalls ein bisschen Wasser halt noch, mir überall schön lecker schnell Brot backen. Ja, und das finde ich einfach das Praktische an dieser Geschichte. Also ich muss kein Backpulver haben, ich brauche kein Hefe, nichts. Hier reicht mir wirklich ein bisschen Öl und 3 Eier und ich habe so ein Pfund Brot fertig. Also absolut praktisch. Ja, backen ist es in dem Sinne vielleicht nicht, aber es kommt ein Brotbrei raus. Okay, bis später. Das Ganze jetzt nach der halben Zeit, also nach 3/4 Stunde aus. So, ich werde die unteren Kohlen jetzt noch ein bisschen nachschieben, dass die unten drunter ein bisschen mehr Feuer geben. Ich hatte mir noch einen Reserve-Kabix hinten hingelegt. Mal gucken, ob ich den noch mal oben auf dem Deckel mit drauf verteile. Ist das knapp 1,5 Stunden drin, ne? Und das sieht ganz gut aus. Ich werde jetzt gleich nochmal mit Kerntemperatur nehmen, aber das duftet gut. Dann schauen wir mal. Ich habe aber jetzt die eine Kabix wirklich noch dazugelegt, weil es doch sehr stürmisch heute ist und auch kalt. Also man sieht, letztes Mal hatte ich die klein gebröselten Kabix Plus fast 2 Stunden drauf, da hatten diese Größe und jetzt sehen die schon noch 1,5 Stunden ziemlich mickrig aus. Also es weht heute wirklich eine steife Brise. Ja, jetzt habe ich das Brot gut 2 Stunden auskühlen lassen. Wollen wir mal schauen, ob es gelungen ist. Dieses Brot lässt sich am besten mit einem Wellenschliffmesser schneiden. Also dann zerbröselt das nicht so sehr. Ich hoffe, dass es jetzt auch der Fall so sein wird. Perfekt. Gutes Ergebnis.
Auch mit der Kohlenverteilung hat es so hingehauen. Also es ist nichts verbrannt. Und das Brot ist gut durch. Wunderbar.